Nichts wie hinterher. Ja, der Kahn in seiner Hose, ja, der macht sich einfach lose. Er hat eine coole Brille und die braucht er, um den Weg zu finden. Kahn, es ist Kahn, es ist Karl Vierstein. Blitzgescheit in der Rübe drinnen, bleibt er auch mal draußen und nicht drinnen. Ja, mit seinem Pulli ist er auf keinen Fall ein Schnulli. Lauf, Kahn. Stehen zwei Bänke direkt nebeneinander, doch es ist Karl, es weiß und es kann der, der ist so super. Karl ist super. Wer stellt hier so viel Scheiß herum, das ist doch wirklich super dumm. Kisten und auch Schaufeln schnell, der Karl, der ist hochaktuell. Alter, Karl hat wirklich die besten Minigames, 100 pro. Was? Wo ist er denn jetzt hin? Huch. Der Typ hat seinen Hut verloren. Mal sehen, ob er mir etwas über seinen Träger verrät. Mein Vater hat mal einen Hut getragen, der ihm zu groß war. Da hat er ihn einfach ausgestopft. Na bitte, hier verbirgt sich schmal zusammengefaltetes Papier. Ein Blankodrohbrief. Aha. Es fehlen nur Name und Geldsumme. Ganz schön dreist. Hey, hast du gesehen, wie cool wir gerannt sind? Pass bloß auf! Mit dem Strohhutmann ist nicht zu spaßen. Den jetzt natürlich auch keiner erkannt hat, weil er auf dem hell erleuchteten Feld rumlief. Wo ist er denn hin? Wart mal. Diese Ziehtaktik, die mir vorhin gerade eingefallen ist, könnten wir die eventuell auch beim Willi anwenden. Friedenstauben kämpfen nicht. Mach den Ach, hör doch auf, hör doch auf. Ach komm, das wollt ihr mir doch nicht erzählen. Unser Gebot. Aber hier ist trotzdem... Ach doch, da ist er. Ach, das wollt ihr mir doch nicht erzählen. Was kommt denn jetzt? Das Kissen erinnert mich an die länglichen Kuscheltiere, die man gegen Zugluft verwendet. Sieht bereits aus, als könnte man damit Gassi gehen. Kein Stück, Willi. Aber wirklich... Aus der Ferne dürfte Frau Buntschuh mein Geschöpf kein Stück hier halten. Nur muss es noch scheinbar in Not geraten. Komm, häng's hier dran. Fürs Protokoll. Nein. Bei diesem Unternehmen kommt nicht wirklich ein Tier zu Schaden. Friedenstauben kämpfen. Ey, guck mal. Frau Buntschuh, sehen Sie doch nur bei der Litfaßsäule. Das arme, arme Tier. Wovon sprichst du, junger Mann? Um Himmels Willen. Jetzt sehe ich es. So, ja gut. Ja, da sieht man mal wieder, was bei den meisten Aktivisten das Aktiv eigentlich in Wahrheit bedeutet. Ein paar Steine sind lose. Dann wollen wir uns das Mauerwerk mal vorknöpfen. Ach, ich bin froh. Ja, komm, mit aller Kraft, Willi. Zum Glück machen die Demonstranten reichlich Lärm. Also, nichts wie los. Na los, Emil. Hey, Daumen hoch. Da bin ich. Vorhang zu und wir haben eine prima Tarnung. Ganz wohl ist mir bei der Aktion nicht. Schließlich sind TKKG ein Vorbild für alle Kids.
Wettflugwahn und Hochzeitspartner. Oh Gott, deshalb haben sie auch Drogen dabei, schleichen sich unerlaubterweise in die Mädchenumkleide, entwenden irgendwelche Dinge, entwenden Mathehefte von anderen zum Beispiel. Wahrscheinlich hacken sie sich bald noch in die Computer von führenden Polizisten der Stadt. Emil, was los? Ich höre ein Keuchen und Klirren. Ob sich jemand verletzt hat und nicht an die Tür kann? Was wollt ihr denn eigentlich hier nochmal? Ich hab's vergessen. Die Tür ist verschlossen. Jo. Wenn jemand in Gefahr ist, muss man helfen, ohne mit der Wimper zu zucken. Als ob der das könnte. Von wegen Notfall. Die Geräusche kommen von dem Kühlschrank. Da wir schon einmal hier sind, sollten wir nach oben steigen. Da sehe ich aber ein Hindernis, Willi. Was ist denn mit Willi los? Also sein Gewicht wahrscheinlich. Auflasstaube oder nicht? Das ist hier die Frage. Oh oh. Oh, das nennt sich wohl interaktiv. Was denn? Tauben fliegen lassen bei Traumhochzeiten, Beerdigungen oder Eröffnungsfeiern wie einst die der Olympischen Spiele? Der Anspruch stellt den Züchter vor eine Herausforderung. Das reine Weiß einer Friedenstaube muss gepaart sein mit der Fähigkeit, sicher nach Hause zu finden. Tierschützer klagen an. Viele dieser Auflasstauben fänden nicht mehr heim und würden ganz allein in der Natur verenden. Heutzutage werden Brieftauben fast ausschließlich für sportliche Wettbewerbe gehalten und gezüchtet. Man nennt sie daher die Rennpferde des kleinen Mannes. Die Tauben müssen auf dem Heimweg bis zu 1000 Kilometer Entfernung überwinden. Bei schlechtem Wetter sagt der Flugleiter den Wettbewerb ab. Kritiker erheben schwere Vorwürfe. Es seien zunehmend Aufputschmittel im Spiel. Schwächeren Tauben werde von Züchtern der Hals umgedreht. Also, ja. Das Kästchen ist fest montiert. Von bloßer Hand lässt es sich nicht öffnen. Hier geht es um die Sinne der Brieftauben und ihre Fressfeinde. Lässt man eine Brieftaube fliegen, kehrt sie zu ihrem Heimatschlag zurück. Sie überbringt eine Nachricht, die in einer Kapsel am Fuß befestigt ist. Die Tauben orientieren sich unterwegs am Stand von Sonne und Sternen und nutzen das Magnetfeld der Erde wie einen Kompass. Außerdem erkennen sie typische Merkmale der Umgebung wieder. Aha. Außer vor der sprichwörtlichen Katze im Taubenschlag müssen sich die Boten der Lüfte noch vor anderen Fressfeinden in Acht nehmen. Zur Zeit europaweiter Wettflüge sind sie Hauptbeute des Wanderfalken. Auch Habichte, das Weibchen des Sperbers und Steinmarder können den Tauben gefährlich werden. Das ist das Sperberweibchen? What? Da steht Igor. War das nicht der Gehilfe von Dr. Frankenstein? Ja, Igor. Bring mir die Schokolade. Da steht... Ich entdecke nicht eine Tafel der erfrischenden Sauerlich-Sommerkollektion. Ja, Pyrinda. Hier gibt es alles rund um das Thema Brieftauben. Und eine Menge Kitsch für Touristen. Klarer Fall, dass das für uns kein Selbstbedienungsladen ist. Kann man sich hier was ausdrucken? Liebe Kinder, liebe Eltern und Lehrer. Nicht liebe Lehrer. Nur Taubenexperten dürfen bei uns hoch hinaus. Bist du einer? Dann findest du sicher heraus, welches Wort dich in den nächsten Stock bringt. Wir müssen also ein bestimmtes Wort herausfinden. Wenn es für Kinder ist, kann es so schwer nicht sein, oder? Okay, nochmal. Das Kästchen ist fest montiert. Von bloßer Hand lässt es sich nicht öffnen.
Ich kann auch nur die anklicken, ne? Tauben fliegen lassen bei Traumhochzeiten, Beerdigungen oder Tierschützerklagen an. Was, nur die Weißen? Mai. Da steht Mai. Was soll mir der Hinweis auf den Wonnemonat sagen? Mai Igor. Mai Ting Jungien. Nee. Die Tür nach oben ist geschlossen. Offenbar muss man da einen Code eingeben. Wir haben 7 Buchstaben und den Hinweis auf die Kunst des Papierfaltens. Welches Wort ergibt sich aus Mai und Igor? Ach komm, ach Leute. Das ist echt nur ein Rätsel. Mein Gott. Für Lehrer. Oh, ri. Ja. Mi. Origami. Die japanische Kunst des Papierfaltens. Yeah, Daumen hoch. Gut gemacht, Willi. Jetzt kommen wir weiter. Ja, beim nächsten Mal du aber, ne, Kumpel? Das Mittelgeschoss. Darüber müsste der Taubenschlag liegen, oder? Genau da müssen wir hin. Aber die Luke hinauf ist mit einem Schloss gesichert. Dann müssen wir wohl den passenden Schlüssel finden. In dieser Abteilung geht es um Geschichte, oder? Hey, da ist ja wieder so eine Origami-Taube. Hey, hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Und ein Anhänger. Ach Gott. Entschuldigung, ich muss gerade noch mal runter. Glückwunsch, ihr seid aufgestiegen. Jetzt muss ein alter Schlüssel her. Er setzt sich aus 3 Einzelteilen zusammen. Bart, Halm und Reite mit Gesenk. Wer die Aufgaben der Geschichte löst, wird die Teile finden. Viel Erfolg. Und wieder ein Schlüsselerlebnis mit pädagogisch wertvollem Hintergrund. Dann sehe ich mich also um, welche Aufgaben lauern. Ja, okay, und ich bleib hier in der Ecke stehen. 5000 Jahre vor Christus hatte sich der Mensch die Fähigkeit von Tauben zunutze gemacht, aus größter Entfernung zu ihren Nistplätzen zurückzukehren. So fanden sie bereits im Altertum Verwendung, um Mitteilungen zu befördern. Die Taubenpost war vor allem bedeutend in der Politik, der Wirtschaft und entscheidend bei militärischen Einsätzen. Oder man hat danach, dann hat man irgendwann Raben geschickt. Nach Winterfell. Das kleine Bild erinnert mich an Papas letzten Dierabend, anno, wann auch immer. Im antiken Griechenland nahmen Athleten der Olympischen Spiele eigene Brieftauben mit. War ein Sportler erfolgreich, versah er den Fuß seiner Taube mit einem Teil des Zielbandes. Damit flog sie in seine Heimat und verkündete so den Sieg. Kein Vergleich zum Vogel-V für Victory, wie es in der Neuzeit als Zeichen eines Sieges geprägt wurde. Kommt natürlich auch von den Tauben. Ob ich die Tauben bestücken muss? Womit und in welcher Formation? Mit Dias. Aha. Und wie kommst du da bitte schön dran, Willi? Ah, hier ist auch noch eine. Was hängen die denn hier ab?
Guck mal, Klaus Kinski in Aguirre, der Zorn Gottes. Julius Cäsar ließ sich über Gallien mittels Tauben informieren. Zum Ende des Weströmischen Reiches geriet diese Vorgehensweise in Vergessenheit. Im Mittelalter schwelte der Konflikt zwischen Sultan Saladin und den Kreuzrittern. Tauben wurden abgefangen, Nachrichten verfälscht. Im vorderen Orient entstanden staatliche Taubenpostdienste. Bei den Mongolen setzte auch Genghis Khan auf die geflügelten Boten. In Europa wurde die Taubenpost zunehmend in Feldzügen eingesetzt, so durch Wilhelm von Oranien bei der Belagerung durch die Spanier. Während der Industrialisierung setzten vor allem Handelszeitungen und Bankhäuser Brieftaubendienste ein. So erfuhr Nathan Meyer Rothschild als erster vom Ausgang der Schlacht bei Waterloo und verkaufte rechtzeitig seine Aktien. 1851 gründete Paul Julius Reuter seine Nachrichtenagentur. Eigentlich waren Tauben dank der Telegrafie überflüssig. Doch war eine Verbindung gestört, überbrückten sie rasch die Lücke. Die Rothschilds, ich hab's doch genau gewusst. Während der Industrie 1800... Okay. Wilhelm von Oranien. Paul Julius Reuter. Nathan Meyer Rothschild. Julius Cäsar. Sultan Saladin. Genghis Khan. Und er? Ich lasse es erstmal so, wie es war. Okay. Pariser Ballonpost. Ui. Das lässt mich an das Schicksal unseres Dia-Projektors denken, der auf dem Dachboden gelandet ist. Aber wie kommt Licht ins Spiel? Alte bunte Marken. Das erinnert mich an den ostfriesischen Komiker, der im Postamt Brieftauben abgestempelt hat. Der ostfriesische Komiker? Aha. Sieht aus wie ein Picknickkorb. Leider nicht zu öffnen. 1870-71 tobte der deutsch-französische Krieg. Paris war besetzt. Also galt es, Post an dem Feind vorbeizuschmuggeln. Die Pariser ließen heimlich Ballons aufsteigen, die Millionen Nachrichten und über 300 Brieftauben beförderten. Die Tauben dienten dem Rücktransport von Antworten aus unbesetzten Gebieten. Diese wurden auf leichtes Seidenpapier geschrieben. Bald nutzten auch Privatleute diesen Service. Woher weißt du das denn überhaupt, Willi? Das steht hier doch nirgends. Können wir es jetzt? Nein. Wie ließ sich die Anzahl der Briefe erhöhen, die eine Taube tragen kann? Der Fotograf René Dagran hatte eine Idee. Die Texte mussten mikroskopisch klein werden. Sie wurden gesetzt und winzig auf Galerthäutchen übertragen. Diese kann man sich als hauchdünne Sülze vorstellen. So konnte eine einzige Taube bis zu 40.000 Kurzmitteilungen zustellen. Am Bestimmungsort vergrößerte eine Laterna Magica die Texte. Ein Schreiber notierte alles und stellte sie wie Telegramme zu. Was man sich da alles ausgedacht hat. Okay. Können wir hier vielleicht mit Licht? Komm, du wirst doch deine Taschenlampe vielleicht doch mal nutzen können. Julius Cäsar. Sultan Saladin.
Genghis Khan. Wilhelm von Oranien. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, verflucht. Nathan Meyer Rothschild. Paul Julius Reuter. Bitte, alles richtig gemacht. Oh. Die Reite mit Gesenk eines Schlüssels. Ja, super.